Es ist kalt an diesem Februartag in Duisburg. Sehr kalt. Nur wenige Angler tauschen bei solch knackigen Minustemperaturen das heimische Sofa gegen den eisigen Platz auf der Sitzkiepe. Robin Illner ist einer von ihnen. Dick eingepackt hat es der Friedfischspezialist heute mit der Futterkorbmontage auf Rotaugen und Brassen abgesehen. An einem ganz speziellen Platz hat er dazu sein Equipment aufgebaut. Herzlich willkommen hier direkt am Wasser. Mein Name ist Robin Illner. Ich bin knapp 180 Tage im Jahr am Wasser unterwegs. Angeln ist meine große Leidenschaft. In den letzten Wochen war das Angeln in Deutschland jedoch sehr extrem. Wir haben Nachttemperaturen in der kompletten Bundesrepublik von minus 15, minus 20, teilweise bis minus 25 Grad gehabt. Und auch am Tage war es wirklich sehr, sehr kalt. Die Angelei im Winter ist extrem, macht aber auch eine Menge Spaß. Ich würde gerne mit einer kleinen Reviervorstellung beginnen. Ich bin in Duisburg unterwegs, also mitten im Ruhrgebiet. Hinter uns seht ihr den Rhein. Von dem Rhein aus gehen einige Häfen ab. Das sind zum Beispiel der Innenhafen, der Holzhafen oder der Hafen, wo ich heute fische, der Eisenbahnerhafen. In dem Eisenbahnerhafen haben wir einen kleinen Warmwassereinlauf. Das ist ganz essentiell, da dadurch auf der Oberfläche keine Eisschollen treiben. Alle anderen Häfen sind mittlerweile komplett zugefroren. Selbst am Rhein gibt es die Problematik, dass es Randeis gibt und die Angelei sehr, sehr schwierig wird. Ich möchte euch heute gerne die schwierige Winterangelei hier in den Duisburger Häfen etwas näher bringen. Bevor sich Robin allerdings um das Fischefangen kümmert, misst er die Wassertemperatur. Durch die extreme Kälte der letzten Tage scheinen sich die Bedingungen aber auch im Hafenbecken etwas verschlechtert zu haben. Ja, ihr habt es gesehen, 7,5 Grad Wassertemperatur, das sieht im ersten Augenblick erstmal relativ viel aus. In dem Hafenbecken haben wir normalerweise um die Jahreszeit so Temperaturen von 12 Grad, 13 Grad. Die Fische sind natürlich darauf eingestellt. Ich erwarte für heute ein schwieriges Angeln. Ob es dann tatsächlich klappt mit dem Fischefangen, das werden wir gleich sehen. Natürlich braucht man für die Winterangelei auch ein passendes Futter. Robin setzt dabei auf einen Mix aus verschiedenen Zutaten, beginnt aber mit einem ganz wichtigen Utensil für die Hafenangelei. Ich würde euch gerne verraten, mit welchem Futter ich jetzt hier heute arbeite und welche Futtermischung ich im Winter bei der schwierigen Angelei in den Häfen einsetze. Ein ganz wichtiges Utensil, was ihr immer dabei haben solltet bei der Hafenangelei, ist ein Seil. Ein vernünftig tragfähiges Seil ist ganz wichtig, weil ihr an die Wasserkanten unten nicht drankommt. Wir haben ja oft 2,5–3 Meter tiefe Kanten und da braucht ihr einfach ein Seil, um mit einem Eimer Wasser hochzuholen. Ohne seid ihr echt aufgeschmissen. Jetzt ist die Frage, welche Futtersorten setze ich ein? Es ist ganz wichtig, dass ihr hier ein Futter verwendet, was zum einen als ersten Punkt eine gute Löslichkeit hat. Das ist wichtig, damit sich das Futter unter Wasser schnell löst und Futterkorb muss innerhalb von 1 bis 2 Minuten komplett leergespült sein. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, das Wasser ist sehr, sehr kalt. Ihr braucht ein Futter, was nährstoffarm ist. Wenn ihr mit nährstoffreichem Futter angelt, die Fische kommen auf den Futterplatz, fressen die kurz, sind satt und sind dann direkt wieder verschwunden. Also braucht ihr auch ein nährstoffarmes Futter. Der dritte Punkt ist, dass ich hier mit Futtersorten fische, die explosiv sind und aktiv sind. Das heißt also, die Futtersorten an sich bilden eine Wolke. Durch diese Wolke werden die Fische angelockt auf den Futterplatz und fressen dann dort. Und ich arbeite im Winter sehr, sehr gerne mit Futterfarben. Ich dunkle mein Futter ab. Die Kanalböden sind insgesamt alle dunkel und helle Futtersorten sind für mich im Winter hier zu auffällig. Ich dunkle mein Futter also grundsätzlich mit schwarz oder mit roter Farbe ab. Meine Futtermischung, die ich heute einsetze, besteht aus 4 Hauptkomponenten. Das sind 3 verschiedene Futtersorten und als Futterfarbe habe ich jetzt mich heute für Rot entschieden. Als Basismix verwende ich heute ein ganz klassisches Futter. Das ist Kanal. Kanal hat eine gute Löslichkeit, hat einen intensiven Geruch nach Gewürzen und davon verwende ich 1/2 Kilo. Also 1/2 Tüte Kanal gebe ich heute als erstes in meinen Eimer rein. Das Futter Kanal erfüllt auch schon gleichzeitig unsere erste Eigenschaft. Kanal ist ein sehr nährstoffarmes Futter. Es hat eine sehr, sehr feine Körnung der einzelnen Futtermehle und ist somit nicht sättigend. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Kanal ist allerdings ein Futter, was nicht sonderlich explosiv ist, also was keine große Wolkenbildung garantiert. Das schafft aber meine zweite Futtersorte, die ich jetzt mit Kanal aufmische. Das ist aus dem Browning-Programm Fritur. Fritur ist ein Futter, was eigentlich für die klassische Angelei an der Oberfläche entwickelt worden ist und Kleinfische an den Futterplatz bringen soll. Das erfüllt aber hier heute die Eigenschaft, dass ich eine hohe Wolkenbildung habe. Und die ist gewünscht, da ich hier vornehmlich mit kleinen Brassen und mit Rotaugen rechne. Fritur gebe ich ungefähr 1/3 Tüte auf 1/2 Kilo Kanal. Ihr seht, Fritur ist extrem fein gemahlen. Dadurch haben wir halt diese
enorme Wolkenbildung. Und das ist, ihr habt heute hier erwünscht. Wir haben kaum Wind und ihr seht, dass dieser ganz leichte Wind trotzdem schon einzelne Partikel dieses Friturs wegträgt. Also es ist ein ganz, ganz leichtes Futter mit einer extrem hohen Wolkenbildung. Eine dritte Komponente im Futtermix ist B22 Grün, Gardon. Das ist eigentlich ein Futtermix, der konzipiert worden ist für die Angelei auf Rotaugen. Alle, die von euch noch das alte X21 kennen, werden eine verblüffende Ähnlichkeit feststellen. Vom B22 gebe ich eine Dritteltüte in meinen Futtermix mit rein. B22 ist ein aktives Futter, was unheimlich stark riecht. B22 bringt in dem Augenblick jetzt auch im Prinzip den kompletten Lockstoff mit ins Futter rein. Das ganze Futter wird nach diesem Aroma riechen. Das mögen Brassen und Rotaugen sehr gerne. Die vierte und letzte Komponente ist rote Farbe. Die ist sehr, sehr stark konzentriert, daher brauchen wir davon nicht viel. Die rote Farbe erfüllt zwei Zwecke. Zum einen möchte ich mein Futter damit abdunkeln und der zweite Effekt ist, dass die rote Farbe wolkenbildend ist. Das heißt, ich bekomme unter Wasser eine richtig schöne Wolke, die Kleinfische wie Rotaugen und Brassen aller Regel sehr mögen. Da haben wir hier oben einen Ausstreuer und da gebe ich mir einfach etwas rote Farbe mit in mein Futter. Ihr seht, es ist ziemlich kalt. Jetzt die rote Farbe ist nicht mehr vernünftig streufähig, aber das ist nicht schlimm. Auf der anderen Seite haben wir eine große Ausstreuhilfe, dann verwenden wir die. Ihr habt gesehen, die rote Farbe klumpt natürlich bei der Kälte jetzt. Das ist nicht gewollt. Deswegen müssen wir das Futter auch im trockenen Zustand jetzt einmal durchsieben, damit wir die Klumpen von der Farbe rauskriegen und wir später eine homogene Masse erhalten. So, nachdem wir jetzt die großen Klumpen der roten Farbe alle entfernt haben, kann ich den ganzen Mix, der jetzt wie gesagt aus einer halben Tüte Kanal besteht, dann haben wir noch Fritur zugegeben und B22 Grün, in dem Fall Gardon, einmal komplett durchmischen. Man sieht jetzt schon sehr gut, dass das ganze Futter rötlich abgedunkelt ist. Und man sieht sogar hier oben schon, dass die Partikel sehr, sehr leicht sind und unter Wasser werden wir eine wunderbare Wolke bekommen. So, im nächsten Schritt geben wir unserem Futter jetzt Wasser hinzu. Die Konsistenz soll später so sein, dass das Futter zum Boden runtersinkt, sich da im Futterkorb auflöst und unten dann im Prinzip ein Futterteppich ausgebreitet wird. Allerdings mache ich jetzt einen kleinen Trick. Ich verwende jetzt nicht hier das kalte Wasser aus dem Kanal, zumindest nicht zuerst. Ich habe mir jetzt hier einen halben Liter kochend heißes Wasser mitgebracht. Der Effekt ist im Endeffekt der gleiche wie beim Teekochen auch. Wenn wir zu Hause Tee kochen, dann überbrühen wir die Kräuter mit heißem Wasser. Die Kräuter geben dadurch die Aromastoffe frei. Genauso funktioniert das auch mit Futter. Wenn ich in das Futter jetzt einen halben Liter heißes Wasser hinzugebe, dann werden die Aromastoffe in dem Futter richtig gut gelöst. Das ist ganz wichtig, da das Wasser ja wirklich knacke kalt ist und unter Wasser die Aromastoffe nicht mehr gut freigegeben werden. Vorsichtig beim Umrühren, da kann man sich ganz schnell die Finger verbrennen. Der halbe Liter Wasser reicht für das Futter jetzt natürlich nicht aus. Ich kann hier das Futter nicht so formen, dass es fest im Futterkorb fixiert ist. Das Ganze würde unter Wasser aufsteigen und wir würden im Prinzip nicht am Grund einen Futterteppich bilden, sondern wir würden eine riesige Wolke durch die Wassersäule erhalten. Das wollen wir nicht. Wir angeln ja hart am Grund mit der Fiederrute. Also greife ich jetzt hier zum ganz normalen Wasser aus dem Kanal und gebe das hinzu. Jetzt wird das Ganze verrührt, dass wir eine homogene Masse bekommen und dann lassen wir das Futter 5 Minuten stehen, damit die Partikel Zeit haben, das Wasser aufzunehmen. Um diese Zeit auch gleich sinnvoll zu nutzen, wechselt Robin samt seiner Futtermischung zum eigentlichen Angelplatz. Ein letzter Schritt zum wirklich perfekten Futter fehlt allerdings noch. Ja, dem Futter haben wir jetzt gute 5 Minuten Zeit gegeben, um das Wasser aufzunehmen und das ganze Futter, ich zeige euch das mal, das sieht jetzt so aus. Ihr seht jetzt bei dem Futter, dass wir hier Klumpen verschiedener Größe haben. Und das ist ganz wichtig, dass man so eine ganz dicken Klumpen, aber auch die etwas kleineren, wirklich aus dem Futter rausbekommt. Das heißt, wir möchten später eine homogene Masse haben. Das hat den Vorteil, dass sich das Futter unter Wasser dann auch vernünftig löst und die Fische durch die großen Klumpen nicht so schnell gesättigt werden. Ja, die Technik ist ganz einfach. Ihr gebt einfach Futter auf ein Futtersieb. Im Winter verwende ich Futtersiebe mit einer Maschenweite von 4 mm, damit ich eine ganz feine Masse bekomme und dann drückt ihr das einfach da durch. Das Ganze ist wirklich schnell und unkompliziert, dauert keine 2 Minuten. Nach dem Sieben seht ihr, dass das Futter jetzt eine einheitliche Masse ist. Wenn ich das zusammendrücke, das Futter, und das wieder so ein bisschen auseinanderreibe, dann seht ihr, dass das schön locker auseinanderfällt. Genau das gleiche passiert unter Wasser auch. Das heißt, das Futter löst sich gut aus dem Korb, die Fische werden schnell gelockt.
Ich hatte ja bei der Futterzubereitung vorhin schon erwähnt, dass ich Futtersorten verwende, die zum einen leicht löslich sind und die wolkenbildend sind, also aktiv. Und das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Ich habe jetzt hier so eine kleine Futterkugel mal vorbereitet. Die hat ungefähr die gleiche Größe wie auch ein Futterkorb. Wenn ich das Futter jetzt in das Wasser hineingebe, dann seht ihr, dass das wirklich eine richtig schöne Wolke gibt. Das Futter löst sich direkt. Die rote Farbe gibt einen schönen visuellen Effekt. Die Partikel treiben etwas auf. Dadurch bekomme ich eine große Wolke. Und das zieht kleine Brassen und Rotaugen wirklich an. Das ist eine ganz klasse Taktik. Hier ist mein Kramseimer. Da habe ich ein paar Sachen drin, die ich euch gerne noch zeigen wollte, die ihr im Winter auf gar keinen Fall einsetzen solltet. Also für die Angelei in kaltem Wasser sind grundsätzlich schon mal große Partikel absolutes No-Go. Solche Geschichten wie süßer Dosenmais, den könnt ihr gleich zu Hause im Regal stehen lassen. Der hat viel Kohlenhydrate, der ist unheimlich sättigend. Die großen Körner werden von den Fischen zwar ganz gerne gefressen, aber die fressen davon eine Handvoll und dann sind die verschwunden, dann sind die satt. Also Dosenmais im Winter auf gar keinen Fall einsetzen. Das gleiche gilt nicht nur für Dosenmais, sondern auch für andere Partikel. Auch so Geschichten wie zum Beispiel Hanf oder Nigerseed, das setzt sich schon ein bei moderaten Wassertemperaturen. Aber in so einer Phase, die wir momentan haben, wo es wirklich richtig kalt ist, da gebe ich gar keine Partikel mit ins Futter rein. Ansonsten sind natürlich ölhaltige Partikel immer eine ganz gute Wahl. Aber nicht, wenn es richtig kalt ist wie jetzt gerade. Ein weiterer Futterzusatz wären zum Beispiel Pellets. Also ist ziemlich egal, ob das Pellets sind, die vorgefeuchtet sind oder ob das trockene Pellets sind. Auch Pellets setze ich im Winter nicht ein. Die sind oft sehr eiweißhaltig, dadurch sättigend. Und Pellets kommen bei diesen Temperaturen bei mir nicht ins Futter rein. Die setze ich gerne ein ab Temperaturen von ungefähr 10 Grad im Wasser. Dann sind Pellets sehr gut, aber nicht jetzt. Was ihr im Winter sehr gut machen könnt, um Akzente und Nuancen im Futter und an den Ködern zu setzen, ist das Arbeiten mit Aromen. Zum einen verwende ich da ein Aroma sehr gerne, das ist Lake Quaker. Das funktioniert vor allen Dingen auf Brassen sehr gut. Da gebe ich auf ungefähr 2 Kilo Futter einen halben Beutel Lake Quaker. Andere Aromen, die ich auch sehr gerne einsetze, ist zum einen Vanille. Pure Vanille hat einen unheimlich guten Reiz auf Brassen. Und dann habe ich noch ein Mandelaroma. Mit Mandelaroma habe ich sehr, sehr gut Rotaugen gefangen. Und das sind beides Additive, die ihr im Winter sehr gut einsetzen könnt. Die fangen aber auch unheimlich gut im zeitigen Frühjahr. Aber es gibt nicht nur fürs Futter Additive, also Lockaromen, sondern gleichermaßen auch welche, die ich als Hakenköder einsetzen kann. Zum einen verwende ich jetzt hier ganz gerne Vanille. Das ist jetzt hier ein Vanillearoma, zwar aus dem Karpfenbereich, aber ein Vanillearoma ist ja erstmal ein Vanillearoma. Und das kann ich genauso gut auch zum Angeln mit der Fiederrute einsetzen. Ihr seht jetzt hier gegen das Licht, dass das ein sehr, sehr flüssiges Aroma ist, also sehr viskos ist. Das bedeutet also, dass dieses Aroma nicht sehr lange am Haken hält. Ich habe also nur einen kurzen Lockeffekt. Es gibt aber auch Aromen, die sind deutlich zähflüssiger. Als Beispiel zum Beispiel hier Creamy Breamy aus dem Browning-Programm. Das ist ein sehr zähflüssiges Aroma. Ihr seht schon, dass das unheimlich klebt. Und wenn ich das an den Hakenköder bringe, dann hält das auch unter Wasser sehr gut. Das sind so kleine Tricks, mit denen man die Hakenköder noch mal etwas attraktiver gestalten kann und vielleicht den einen oder anderen Bonusbiss mit rauskitzeln kann. Ich habe jetzt meine Montage aus dem Wasser geholt. Ich fische jetzt hier ein Vorfach mit einer Länge von 50 cm. Das ist ein 0,10 mm Vorfach, also ein sehr, sehr dünnes. Aber das ist nötig, weil die Fische im Winter sehr, sehr vorsichtig beißen. An das Vorfach ist ein Haken, ein roter Haken, der Größe 16 angeködert. Und auf diesen Haken fische ich jetzt lange auf dem Schenkel eine Made und im Hakenbogen unten zwei kleine Pinkies. Ich möchte euch ganz kurz meine Montage vorstellen, mit der ich heute fische. Ich habe zum einen auf meiner Rolle drauf eine 0,12 mm geflochtene Schnur. An diese geflochtene Schnur knote ich mir eine 0,25 mm starke Schlagschnur. Und zwar in doppelter Rutenlänge. Das sind heute 7 Meter. Diese Schlagschnur ist also ein monophiles Material. Und in diese Schnur knote ich mir eine ganz klassische Montage zum Fiederangeln, und zwar die Schlaufenmontage. Das funktioniert einfach so, dass ich mir die Schnur doppelt nehme, mache hier oben einen Knoten rein und dann bekomme ich eine Schlaufe. In diese Schlaufe klinke ich mir einen Doppelwirbel ein. Dieser Doppelwirbel läuft dann in der Schlaufe und der Fisch kann, egal in welche Richtung er schwimmt, immer Schnur abziehen. Das bedeutet, ich bekomme immer den Biss, egal ob der Fisch von mir wegschwimmt, auf mich zu oder zur Seite. Selbst wenn der Fisch nach oben schwimmen würde, würde ich ganz sicher den Biss bekommen. In den unteren Wirbel hänge ich dann meinen Futterkorb ein. Welche Futterkorbmodelle für die klassische Winterangelei geeignet sind, das zeige ich euch gleich. In die Montage oder an der Montage zwirbel ich mir dann eine kleine Schlaufe
und die Zwirbelung, die fixiere ich mit einem weiteren Knoten. Das hat dann den Vorteil, dass der Futterkorb in der großen Schlaufe gleitet, mein Vorfach in der kleinen Schlaufe hängt und vom Futterkorb ein bisschen Abstand bekommt. So verhindere ich, dass ich beim Wurf viele Verhedderungen, also viele Tangles bekomme. Das ist eine sehr simple Montage, aber die funktioniert hundertprozentig, ganz zuverlässig. Ja, ein paar Worte noch zu der Wahl des geeigneten Futterkorbes. Also ganz wichtig ist erstmal, ich verwende kleine Futterkörbe. Das sind jetzt hier Futterkörbe, die insgesamt 5 Maschen haben. Das heißt, die haben eine Höhe von jeweils 0,5 cm, also 2,5 cm Futterkorbhöhe. Große Körbe setze ich nicht ein. Viel Futter bedeutet auch immer gleichzeitig, dass die Fische schnell satt werden. Ja, und satte Fische können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Die Fische sollen ja unser Futter regelmäßig fressen. Ich verwende jetzt hier zwei verschiedene Modelle. Das ist einmal ein ganz klassischer Drahtfutterkorb, der an beiden Seiten geöffnet ist. Wie gesagt, mit einer Maschenweite von 0,5 mm. Auch das ist ein Drahtfutterkorb, der an beiden Seiten geöffnet ist. Aber hier seht ihr, ist das Blei im Prinzip längs an der Seite angebracht und nicht in so einem Block wie hier unten. Das sind so Dropfeeder aus dem Browning-Programm und die haben ähnliche Flugeigenschaften wie ein Speedfeeder. Das bedeutet, die fliegen sehr, sehr geradlinig und exakt und da kann ich sehr weit mit werfen. Außerdem habe ich den Vorteil, dass aufgrund der Form des Bleis ich diese Körbe sehr gut über den Boden bewegen kann, und zwar ruckfrei in der Route. So kann ich aktiv fischen. Einen anderen Korb, den ich jetzt heute einsetze, das ist, wie gesagt, dieser Drahtkorb, weil ich stationär angel, meine Montagen bleiben liegen, die Fische sind bei dem kalten Wasser sehr, sehr träge. Hier habe ich jetzt ein Gewicht von 30 Gramm. Das reicht hier im Hafen nicht aus. Ich fische mit Gewichten von 50 und 60 Gramm. Wir haben jetzt zwar keine Strömung, die das Gewicht rechtfertigen, aber die Hafenbecken sind sehr tief. Ich habe jetzt zwischen 5 und 7 Meter Wassertiefe und das bedeutet, ich muss gewährleisten, dass mein Korb schnell zum Gewässerboden absinkt, dass das Futter wirklich unten am Boden ankommt und es da aus dem Korb sich im Prinzip freispült. Darum fische ich Gewichte jetzt hier zwischen 50 und 60 Gramm. Das sind die beiden Modelle, die ich einsetze. Das ist eigentlich eine ganz simple Methode. In diesen Futtermix kommen bei diesen extremen Temperaturen keine Partikel rein. Das Einzige, das ich in den Mix mit reingebe, das sind ein paar Pinkies. Aber auch die gebe ich immer frisch zu. Das heißt, ich lege mir ein paar Pinkies hier oben drauf und dann drücke ich die in meinen Futterkorb rein. Das hat die Bewandtnis, dass ich, wenn ich merke, dass die Bisse weniger werden, auch ganz schnell die Pinkies aus dem Futter rauslassen kann. Habe ich die einmal zugegeben, bekomme ich sie nicht mehr raus. Auf sättigende Lebenköder wie zum Beispiel ganze Würmer oder auch geschnittene Würmer verzichte ich im Winter komplett. Ich arbeite wirklich nur mit ganz vorsichtig mit ein paar Pinkies und mit ein paar Maden. Womit ihr arbeiten könnt, ist aber Wurmextrakt. Das sind im Prinzip gepresste Würmer. Diesen Lockstoff gibt es bei superwurm.de. Auch damit bin ich ganz vorsichtig. Ich gebe aus Futter einfach nur ein, zwei Tropfen drauf und immer frisch. Das ist ganz wichtig. Nicht die ganze Flasche auf einmal ins Futter reinrühren. Neben den passenden Lockstoffen hat Robin im Winter auch immer eine Handvoll Ersatzspitzen dabei. Warum, ist schnell erklärt. Ja, so sollte eine Fiederspitze natürlich nicht aussehen. Die habe ich mir jetzt heute Morgen kaputt geworfen und zwar ist das schon die zweite Fiederspitze. Das liegt einfach daran, dass wir dicke Minusgrade haben. Diese dünnen Spitzen jetzt hier in dem Fall mit einer Testkurve von einer Unze, die haben sehr kleine Ringe und die setzen sich ziemlich schnell zu. Das Wasser im Prinzip, was an der Schnur ist, lässt die Fiederspitzen komplett gefrieren, also die Ringe gefrieren. Dadurch haben wir beim Schnureinholen das Problem, dass die Fiederspitzen sich sehr stark biegen und einfach brechen. Dünne Fiederspitzen sind aber wichtig, damit wir eine sensible Bissanzeige haben. Wir können hier bei dieser Feinangelei mit Spitzen von 3, 4 oder noch mehr Unzen nichts anfangen. Ich zeige euch jetzt mal eine Auswahl an Fiederspitzen, die ich immer dabei habe. Wenn ihr mal eine Spitze kaputt werft, ärgert euch nicht. Die Spitzen, die kosten im Handel zwischen 8 und 15 Euro, je nach Material und je nach Anfertigung der Spitze. Das sind klassische Verbrauchsgegenstände. Eine Pose reiße ich auch mal ab. Ich verliere auch mal einen Jerk beim Kunstköderangeln. Und eine Fiederspitze ist für mich kein klassisches Teil der Route, sondern wirklich nur ein Bissanzeiger. Der geht halt mal kaputt. Ich habe jetzt hier eine Auswahl an Fiederspitzen, die ich immer bei habe. Bei den Fiederspitzen solltet ihr grundsätzlich auf zwei verschiedene Dinge achten. Das ist zum einen das Material und zum anderen die Testkurve. Das ist, gibt die Zahl an, die auf den Spitzen draufsteht. Ich habe jetzt hier in dem Fall zum Beispiel eine Fiederspitze, auf der steht drauf 3OZ. OZ ist einfach eine englische Gewichtseinheit und heißt Unze. Dahinter steht die Zahl 84 Gramm. Das bedeutet einfach nur, dass diese Zahl die Härte meiner Fiederspitze angibt.
Das hat überhaupt nichts mit dem Wurfgewicht einer Fiederrute zu tun. Ich kann mit einer Rute, mit der ich 140 Gramm werfen kann, genauso gut mit einer 1-Unzen-Spitze wie auch mit einer 5- oder 6-Unzen-Spitze angeln. Zumindest in der Theorie. Was gibt uns das jetzt an? Wenn ich also an diese Fiederspitze vorne ein Gewicht von 3 Unzen, also 84 Gramm, dranhängen würde, dann würde sich die Spitze einmal im Winkel von 90 Grad biegen. Bei einer Fiederspitze mit einer Testkurve von 1 Unze bräuchte ich also vorne nur ein Gewicht von 28 Gramm dranhängen. Diese Testkurve gibt also einfach nur an, wie hart oder wie weich meine Fiederspitze ist. Bei der schwierigen Angelei im Winter verwenden wir ganz weiche Fiederspitzen mit einer Testkurve von 1 Unze, 1,5 Unzen. Das reicht vollkommen aus. Die Bisse kommen ganz vorsichtig und so kriegen wir jeden Biss ganz sicher signalisiert. Dann möchte ich noch einmal gerne auf die Materialien eingehen, aus denen Fiederspitzen gebaut werden. Ein ganz klassisches Material ist Glasfaser. Die erkennt ihr immer daran, dass die unten einen weißen Schaft haben. Kohlefaser hat unten immer einen schwarzen Schaft. Die Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Eine Glasfaserspitze ist insgesamt ein sehr, sehr weiches Material. Das bedeutet also, dass wenn sich die Schnur mal umrum wickelt und ich werfe, die sowas schon mal eher verzeiht. Die brechen nicht so schnell. Ihr seht, ich kann so ein Glasfasermaterial auch wirklich einmal komplett biegen. Das heißt natürlich, ich habe eine sehr gute Bissanzeige. Aber da das so ein weiches Material ist, wackeln diese Spitzen bei starkem Wind auch unheimlich hin und her. Dadurch habe ich keine gute Bissanzeige. Kohlefaser ist ein hartes Material. Wenn ihr seht und ich die Spitze biege, die kann ich nur im oberen Teil biegen. Der untere Teil ist komplett steif. Das bedeutet, dass die Spitzen natürlich nicht so windanfällig sind. Aber wenn sich die Schnur um die Spitze wickelt, brechen die sehr, sehr schnell. Das ist dadurch bedingt, dass das Material eben so steif ist. Das sind also Spitzen, die vor allen Dingen dafür geeignet sind, bei starker Strömung, bei viel Wind. Da kann ich mit Kohlefaser angeln. Jetzt gibt es aber auch noch eine ganz clevere Alternative. Und das sind aus dem Browning-Programm die Flex-Spitzen. Die haben unten einen harten Kohlefaserschaft. Und in diesem Kohlefaserschaft ist oben weiches Glasmaterial eingewebt. Das bedeutet, dass diese Spitzen relativ unempfindlich gegenüber Wind oder Strömung sind. Gleichermaßen habe ich aber oben das weiche Glasfasermaterial und ich kriege meine Bisse im Winter wunderbar angezeigt. Das ist eine ganz tolle Fiederspitze, die beiden guten Eigenschaften von Kohlefasermaterial und Glasfasermaterial miteinander vereint. Die Ringgröße variiert bei Fiederspitzen genauso wie bei Ruten auch. Ihr seht auf der rechten Seite hier eine Fiederspitze mit einem sehr dünnen Ringinnendurchmesser. Die Fiederspitze auf der linken Seite hat einen relativ großen Ringinnendurchmesser. Gerade bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind Fiederspitzen mit einem großen Ringinnendurchmesser immer von Vorteil, da die lange nicht so schnell zufrieren wie ein ganz kleiner Ring. Und dadurch verhindere ich, dass mir die Fiederspitzen der Reihe nach wegbrechen. Doch auch trotz der besten Fiederspitze, dem feinsten Futter und der ausgeklügelsten Montage. Die Fische belohnen Robins Mühen an diesem Wintertag in keinster Weise. Ja, ihr Lieben, bei den Temperaturen zittern wir draußen kräftig. Und nicht nur wir frieren, die Fische frieren anscheinend auch. Das hat heute leider nicht so gut funktioniert. Wir konnten keinen Fisch ans Band kriegen. Ich kann euch aber versprechen, die Techniken funktionieren normalerweise sehr, sehr gut. Ich habe den ganzen Winter jetzt schon fleißig hier in den Duisburger Häfen geangelt, konnte schon einige gute Strecken an Fisch fangen. Ich werde es weiterhin versuchen, wenn die Temperaturen vielleicht ein bisschen moderat und etwas milder sind, dann funktioniert es auch hier wieder in Duisburg mit dem Angeln auf Rotaugen und Brassen. Wenn ich euch jetzt ein bisschen Lust auf die Fiederangelei gemacht habe, möchte ich euch gerne eine DVD empfehlen. Und das ist der zweite Titel Powerfiedern aus meiner DVD-Serie Faszination Friedfisch. Auf dieser DVD dreht sich alles um die klassische Angelei mit der Fiederrute. Wir waren unterwegs am Fluss, am Kanal und haben auch eine Session auf große Fische gemacht. Und diese DVD gibt es auf meiner Homepage www.friedfisch-angeln.de/shop.